Aber das Wetter ist wie gemacht für Abschied, weil es fällt dann leicht. Bei schönem Sommerwetter, Sonne, da hätte ich jetzt ja wirklich schon sehr traurig zurückgeblickt und das Gefühl gehabt, ach, den Tag hätte ich auch noch mitgenommen. So fällt es uns nicht so ganz schwer. Die Oper im Hintergrund. Kennt hier jemand die Nationalhymne? Also wir laufen gerade aus Oslo raus, aus dem Hafen. Wir haben jetzt hier schon die ersten Fjordinseln. Und hier das Fram-Museum, das Wikingerschiff. Und wir verlassen damit Oslo. Das Rathaus da hinten. Und es ertönt hier eine Hymne. Ja, so der Abend, die Sonne ist noch oben, aber es geht nicht mehr sehr lange. Dann wird es hier eigentlich ruhiger, aber nicht in der Skybar. Das ist die sogenannte Skybar. Das ist eigentlich eine schöne Sache, weil die haben hier hinten die Aussicht dann Richtung Norden. Und hier mischen sich jetzt zwei Partyzonen. Hinter mir die Skybar und hier gibt es die Live-Musik. Lay down, Sally, I'll make you leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Schweine- oder Rinderhälfte kann ich gut sehen, wie das Schiff eben schwankt, weil das hier frei aufgehängt. Und so langsam kommen wir auf die hohe See und haben einen ordentlichen Seegang. Hier ist Tonsberg und da oben sind wir gestartet durch die Enge durch und sind jetzt hier. Eine kurze Übersicht unseres Schiffs hier. Fangen wir oben an. Da waren wir heute den ganzen Nachmittag über beim Hubschrauberlandeplatz, können wir rechts und links und auch vorne in Captains Steuerzentrale sehen. Wenn man eins runtergeht, haben wir da hinten dann diese kleine Bar.
Und ich befinde mich jetzt gerade in Acht, wo es den Club gibt und die Restaurants. Da war ich ganz vorne. Hier vorne konnte ich rausschauen, hier hinten konnte ich auch rausschauen. Interessant ist hier, das Deck 3 und 4, hier sind die Autos geparkt. Da stehe ich mit meinem kleinen Auto. Und unsere Kabine, die liegt in etwa hier, nämlich im Deck 5, ganz hinten. Also das heißt, wir kriegen die ganze Bewegung von dem Schiff, dieses Rollen und diese Nickbewegung, die kriegen wir jetzt natürlich voll mit. Seit einer Stunde sind wir jetzt draußen und schlagartig hat sich das ganze Bild des Schiffs verändert. Die Leute schwanken, die meisten sind gar nicht mehr zu sehen. Weil ein Tipp bei Seekrankheit ist eben der, dass man ruhig liegen, ein Bild fokussiert, weil das Schlechtsein entsteht anscheinend aus der Diskrepanz zwischen Gleichgewichtsempfinden und Wahrnehmen, was das Auge sieht, eben an Schwankungen. Und wenn das nicht stimmt, wenn es dann, wow, boah. Also ich versuche mal ein bisschen rauszuschauen hier. Ich bin im Moment an der denkbar ungünstigsten Stelle, nämlich ganz vorne im Restaurant, im Bug des Schiffs. Man soll Chips und Cola essen, das sei anscheinend so eine gute Beschäftigung für den Magen. Kaugummi kauen ist jetzt meine Sparvariante davon. Ich habe mir jetzt auch sagen lassen, dass es so schlimm wie heute eigentlich gar nicht ist. In der Regel ist es viel heftiger. Diesen Sommer gab es außerordentlich viel hohen Seegang und im Winter sowieso. Also man sieht es jetzt auch, ich muss jetzt hier ordentlich ausgleichen, die Laufbewegung. Es ist wirklich kein Alkohol. Ja, und das ist eben so ganz typisch, wenn man seekrank ist, in der Kajüte bleiben, so sagt man glaube ich. Also im Zimmer bleiben unten, erst zum Beispiel tiefer, da schwankt es nicht so ganz stark wie oben. Und vor allen Dingen liegen bleiben. Nächster Tipp. Und dann irgendwas anschauen.